Guten Morgen, am Bahnhof Priesterweg ist eine S25 nach Rennigsdorf liegen geblieben. Du springst für den Kollegen ein. Rüste deinen Zug auf, bevor es losgeht, lassen wir hier noch die S2 passieren. Danach kannst du in Berlin-Südkreuz einfahren. Dort bitte die Türen öffnen, den Führerschein wechseln und erst danach IBIS programmieren. Die Daten findest du unter F1. Die Abfertigung erfolgt an allen Bahnhöfen per Funk. Gute Fahrt, Lucky God. Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsungssimulator 2022. Und wir stehen hier gerade in der Abstellung Südkreuz, befinden uns gerade hier und werden jetzt an Bord unserer schönen S-Bahn gehen, unserer 481. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Fahrt und hoffe, dass es euch und euren Liebsten wie immer ganz gut geht. Und dann würde ich sagen, klettern wir mal hier dieses kleine Treppchen hoch und jetzt hoffe ich mal die richtige... Nee. Ah, jetzt. Ups. So. Jetzt aber. Richtige Taste geöffnet. Beziehungsweise richtige Taste gedrückt. Und da sitzen wir. Dann einmal hier nach hinten. Zack, Schlüssel. Schlüssel drehen. Batterie. Hat nicht geklappt. Das war der falsche Knopf. Sag mal, wo war denn hier die Batterie nochmal? Ich glaube, dann muss sie hier gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ansonsten war das ja mit B. Aber, wo war denn hier? Können wir auch schon mal gleich die Fahrgastraumbeleuchtung anmachen. Führerraumbeleuchtung brauchen wir nicht. Ach, da war die Batterie. Ha! Okay, aber die Spitzlichter können wir natürlich anmachen. Signalbild normal lassen wir so. Und der Rest, genau, sie verbleibt. Dann können wir noch mit L die Instrumentenbeleuchtung aktivieren. Und... Moment. Jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat, was ich hier... Was ist denn jetzt los? Moment mal ganz kurz. Warum kann ich denn hier meinen Fahrtrichtungswender nicht bewegen? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, der Schlüssel hat sich doch zurückgedreht. Ich dachte gerade schon. Also wirklich. So, Hauptschalter kann rein. Federspeicherbremse lösen und... Genau, Pultbeleuchtung brauchen wir nicht. Die Instrumentenbeleuchtung haben wir, also eigentlich soweit wären wir abfahrbereit. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis die S2 vorbei ist an uns. Und dann können wir uns auf den Weg machen, ganz entspannt. Da links noch ein schöner IC1. Es ist wohl ein warmer Sommernachmittag, nicht wahr? Können wir uns jetzt mal so ungefähr denken. Und deswegen lassen wir mal noch das Türlein öffnen bzw. geöffnet. Ich kann Öffchen sagen, ey. Naja, okay. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir da links? Boah, eine 143, wie sie da wegpowert. Und hier ist der Kollege. Wobei wir doch eigentlich in die andere Richtung fahren. Also theoretisch, praktisch hätten wir auch eigentlich jetzt ganz entspannt auf das A. Okay, das ist die S25 und da kommt jetzt nochmal die S2, verstehe. Gut, gut. Das macht natürlich Sinn. Die müssen wir abwarten, nicht hier rechts. Genau. Ansonsten können wir nochmal kurz gucken. Licht ist an hier. Sehr gut. Und draußen ist noch nichts, ne? Genau, draußen befindet sich noch... Keine ZZA-Information. Da ist der Kollege. Und da fährt auch nochmal ein Zug ein. Boah, der fährt aber auch ordentlich zügig ein, ne? Nicht schlecht auf jeden Fall. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, bis die S-Bahn da rechts sich bewegt, also die jetzt in der Mitte ist. Alter, steht die da lange. Kenne ich gar nicht, dass da ein Südkreuz so lange gestanden wird. Na, jetzt kommt sie, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, die zählen
Auch jetzt hier die ganzen Minütlein. Aber wir sollten trotzdem, ja, 5:42 Uhr, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Und jetzt sehe ich auch gerade, es ist ein warmer Sommerabend. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr und sehe, es ist ja 5:49 Uhr. Also es ist natürlich ein schöner warmer Sommermorgen vielleicht. Wobei das sogar ganz gut hinkommen könnte, weil um 5 Uhr, wenn es Winter wäre, wäre es jetzt noch stockdüster. Deswegen passt es soweit erstmal. Und unser Zwerg ist auf Fahrt gesprungen. So, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mit 25 km auf den Weg, ne? Sind jetzt erstmal eine Rangierfahrt. So, da kommen wir. Ganz gemächlich. Da links noch ein IC1. Da waren wir doch sogar letztens erst mit einem unterwegs. Und jetzt sitzen wir hier schön in der anderen Perspektive. So, sehr schön. Gut, ich glaube, Türen freigeben können wir schon, ne? Das würde ich jetzt mal sagen, das müsste jetzt schon gehen. Machen wir einfach mal. Gucken wir mal raus. Ja, Türen sind offen. Und das heißt dann an der Stelle erstmal Fahrtrichtungswende raus. Hauptschalter würde ich sagen raus. Federspeicherbremse lassen wir mal drin, beziehungsweise machen wir mal rein. Und die Batterie kann aber anbleiben. Jetzt müssen wir noch den Schlüssel mitnehmen. Schlüssel, komm mal raus. Ich krieg den nicht raus, ne? Wartet mal. Ey. Naja, egal. Vielleicht habe ich jetzt irgendwie was vergessen, was wir noch hätten ausmachen müssen oder so, die Batterie oder sowas, aber die lassen wir jetzt mal an. Genau, und dann würde ich sagen, öffnen wir mal die rechte Tür und nehmen unseren Rucksack mit, tun, als ob wir den Schlüssel hätten und machen hier die Tür zu. Ausfahrt ist auch schon da. Sehr gut. Jetzt sprinten wir schön rüber in den anderen Führerstand. Und voilà. Da sind wir. Sehr schön. Also, dann einmal hier. Zack, Schlüssel. Perfekt, Schlüssel ist wieder weg. Schlüssel. Schlüssel ist wieder weg. Mann, ey, dieser Schlüssel wirklich. Junge, dreh dich doch einfach. Danke. So, Hauptschalter rein. Federspeicherbremse lösen. Instrument Lights, die haben wir jetzt hinten angelassen. Aber egal. V-Soll haben wir auch gestellt. Und jetzt kommt noch die Ibis. Oder das Ibis. Also, dann. Zack. Was haben wir hier? Linie. 2,5. Zack. Umlauf 1. Ziel 6,8. Start. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Ja, machen wir. Und Fahrgastinformationssystem Start. So, also einmal die Türen auf der linken Seite nochmal auf hier, beziehungsweise hier die Tür vom Führerstand. Und dann machen wir S25 nach Hennigsdorf. Zurückbleiben bitte.
Sehr gut. Vektor nach Hennigsdorf abfahren. Na, dann machen wir das doch mal, würde ich sagen, ne? Sehr schön. Das hat geklappt. Und endlich geht's los. Genau, das letzte Mal, wie wir ja unterwegs waren mit der S25, da sind wir, glaube ich, bis in die Abstellung nach Lichterfelde Süd gefahren. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Der macht ja, glaube ich, selber die Ansagen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Wobei ich das jetzt nicht mehr genau weiß. Ein bisschen gegenbremsen müssen, weil die 60 kommen da vorne. So. Sehr gut. Also Yorkstraße erreichen wir gleich und hier geht's schön rein in Kreuzberg. Nächste Station, Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. So, 40 sind angekündigt. Wo ist unsere Haartafel? Haben wir hier überhaupt eine großartig? Ne, wie es wohl aussieht, müssen wir bis nach ganz vorne durchfahren. Okay, egal wie lang wir sind. Ausstieg links. So, Ausstieg links. Dann noch einmal hier die Geschichte öffnen. Und jetzt gucke ich mal, haben wir hier Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer. Ich hätte schwören können, dass Yorkstraße auch so eine Station war. Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Ah ne, jetzt macht er die auch. Okay. Also anscheinend in Richtung Potsdamer Platz ist es nicht so, aber Richtung Südkreuz, meinetwegen. Dann gucken wir mal raus. Kann er noch zurückbleiben oder sowas? Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. S25, zurückbleiben bitte. So. Zugvektor nach Hennigsdorf abfahren. Sehr schön. Dann geht's auch schon weiter. Also, hier war noch irgendwo 40, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Müssen wir mal ein bisschen bremsen. Ups. Versehentlich die Federspeicherbremse betätigt. Junge, Junge, Junge. Was ist denn da gerade passiert? Alter. Ich habe nämlich gerade verzweifelt die Taste des Horns gesucht. Leider nicht gefunden. Okay, wartet mal. So. So, das sind hier unsere Instrument Lights, genau. Wie mache ich jetzt mal meine Pultbeleuchtung an? War das mit J? Ah ja. Und so kann ich sie wieder ausmachen und mit K geht nichts. Mit L mache ich meine Instrument Lights heller und dunkler, genau, so. Gut. Aber ich glaube, eine andere Lichtstufe hatten wir nicht mehr, ne? Muss ich gleich nochmal prüfen. Ah, dachte, hätte die Tastenbelegung noch im Kopf.
Aber natürlich nicht der klassische Vorführeffekt. So, gucken wir mal hier rein. Wo hat sich das denn hier öffnet? Okay, das war auf jeden Fall das falsche Handbuch. Sehr schön, sehr schön. Genau das, was ich gesucht habe. Das war nämlich noch das Handbuch der Berlin Trains 481. Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. So, Anhalter Bahnhof ist der nächste Halt. Und jetzt gucken wir nochmal die... Ah, Pier 40. Wollte ich sowieso reinbremsen. Sind wir heute mal schön vorgefahren für die Fahrgäste. Damit die ja gleich links aussteigen können. Oder beziehungsweise links die Treppe hoch können. Ausstieg links. So. Also, Leuchtmelder, Leuchtmelder. Nee, 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 das wollten wir nicht. Führerraum links auf. Türfreigabe links war mit P, genau, mit Ü schließen. Haben wir alles gemacht. Instrumentenbeleuchtung stufenlos. L haben wir. So. Und dann können wir noch anmachen. Führerraumbeleuchtung und Fahrgastraumbeleuchtung. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. S25, zurückbleiben bitte. Gucken wir trotzdem nochmal raus. Passt. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. Und weiter geht's. Okay, und dann gucken wir mal hier. Die Siefer kommt auch immer nach dem Losfahren, ne? Das ist der blanke Wahnsinn. So. Weiter geht's mit 40 und... Ne, tatsächlich haben wir sonst keine weitere Taste für die Instrument Lights, ne? Ne. Ist nochmal alles zusammengefasst. Pultbeleuchtung L. Instrumentenbeleuchtung. Ah, wartet mal. Pultbeleuchtung. Nächste Station. Da ist sie doch. Wollte ich doch gerade sagen, wir haben die doch vorhin. Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Wir hatten die doch vorhin zwischenzeitlich sogar mal angehabt. Da habe ich doch an dem Schräublein gedreht. Da war ich doch die ganze Zeit so. Irgendwas an Pultbeleuchtung hatten wir doch noch im Petto. So, und da ist jetzt. Jetzt sehen wir nochmal einen kleinen Ticken mehr. So. Bahnhof Berlin-Potsdamer Platz. Und Türen werden auf der linken Seite freigegeben. Ausstieg links. Sehr gut. S25, einsteigen bitte. Jetzt macht er die Ansage auch noch. Also das ist immer so ein bisschen... Moment mal, haben wir nicht hier gerade die Tür aufgemacht gehabt? Oh, ups. Jetzt. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte. Eigentlich, die Ansagen würde ich schon echt gerne machen. Weil jetzt kommen die ja wieder nicht, deswegen... Ach man, S25 nach Hennigsdorf, zurückbleiben bitte. Zugvektor nach Hennigsdorf, Türen schließen. Sehr gut. Und weiter geht's. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. Na, jetzt aber. Genau. Und als nächstes kommt der Bahnhof unter den Linden. Und dann kommt, glaube ich, danach Friedrich, genau, Oranienburger Nordbahnhof. Und dann geht's auch schon wieder raus.
So, dann gehen wir mal hoch auf die 50. Und ich war auch gerade am überlegen, wo denn die S21 genau entlangfahren soll. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob die nur bis Potsdamer Platz gehen soll oder nur bis Südkreuz oder wie das war, muss ich gleich auch nochmal gucken. Nächste Station, Brandenburger Tor, Übergang zur U-Bahn-Linie 55. Hatte mir da nämlich die letzten Wochen immer wieder vorgenommen, mich da nochmal ein bisschen einzulesen, aber komischerweise habe ich das irgendwie auch verpennt. Echt ganz schön viel zu tun die letzte Zeit. Deswegen bin ich auch mal froh, wenn ich hier eine Folge für euch producen kann. Ausstieg links. So, Ausstieg links, genau. Sehr schön, sehr schön. Das verläuft alles nach Plan. Endlich mal hier. Und auch wir haben tatsächlich keinen Druck mit irgendwelchen Zeiten. Die hat Lucky God einfach nicht reingemacht. Aber so, okay, ganz ehrlich. Kein Problem damit. So, S25 nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. S25. Zugvektor. Zurückbleiben, bitte. Türen schließen. Zugvektor nach Hennigsdorf abfahren. Und weiter geht's. Kann ich mir das aber eigentlich auch mal merken, dass wir immer hier nach dem Anfang direkt eine Sifa haben. Aber das will noch nicht so in meinem Kopf hängen bleiben, habe ich so das Gefühl. Noch nicht. Noch nicht. Aber es kommt, es kommt. Nächste Station. Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien. 5, 7, 75 zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier um. Passengers traveling to Hauptbahnhof, please change here. Der gute alte Friedrichstraßen-Hauptbahnhof. Beziehungsweise Friedrichstraßenbahnhof ist auch immer ganz cool. Wobei ich nicht weiß, ob das alle Bahnhöfe haben, aber wenn der Zug einfährt, die ganzen Werbeanzeigen hier sind digital. Ausstieg links. Und wenn dann ein Zug einfährt, dann wird dann immer angezeigt, Achtung, Zug fährt ein, ist ganz nice. S25 nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Und ja, deswegen, wenn ich hier immer bin, dann habe ich immer ganz gerne auf die Anzeigen geschaut, die sich da befinden an der Wand und dann drauf gewartet, bis sie schwarz wurde und die Schrift da stand, Achtung, Zug fährt ein. Ja, das waren immer sehr schöne Anzeigen tatsächlich. Lang nicht mehr hier gewesen an dem Bahnhof. S25, zurückbleiben bitte. Jetzt warten wir noch, bis der Funk kommt, genau. Nach Hennigsdorf, Türen schließen. Zugvektor nach Hennigsdorf, abfahren. Und weiter geht's. Und ich warte auch schon wirklich mit jedem Tag eigentlich nur, bis diese Ringbahn endlich online kommt. Im schönen Virtual Track Shop. Ich weiß, es dauert noch ein bisschen, aber da habe ich auch ein bisschen sehr Lust, ein paar Röntchen zu drehen auf der. Genau. Als S41, 42. Und wir können dann auch mal schön entspannt vom Hauptbahnhof bis nach Spandau fahren mit einem Fernverkehrszug. Nächste Station, Oranienburger Straße. Wieso ist denn hier die Geschwindigkeit gerade auf 70 eingestellt gewesen? Hä? Ich wundere mich schon, warum der die ganze Zeit schneller wird. Ich glaube, ich habe nicht auf W gedrückt oder sowas. Also wenn, dann bedauerlicherweise versehentlich.
ist denn jetzt wieder zugegangen? Hallo? Sollst du offen bleiben? Hä? Oh Mann, ey. Ausstieg links. So. S25 nach Hennigsdorf. Einsteigen bitte. Ach, der Führerstand ist so geil, wirklich. Die sind auch echt schon 20 Jahre alt hier, oder über 20 Jahre teilweise, die 481er. Und trotzdem noch so treu und in so einer großen Vielzahl vorhanden. Zugvektor nach Hennigsdorf, Türen schließen. S25 nach Hennigsdorf, zurückbleiben bitte. Und weiter geht's. Nach Hennigsdorf abfahren. Ach ja. Die gute alte S-Bahn. Ach, so schön hier lang zu fahren, Freunde. Jetzt habe ich nochmal ganz kurz hier die S21 geöffnet. Jetzt muss ich mal wissen, wo die auch genau lang fährt. Nordbahnhof. So, Nordbahnhof, genau. Mit Ursprungslack sogar. Also wir sind ziemlich... In ziemlich vergangenen Zeiten sind wir unterwegs. Nicht schlecht. So. Ausstieg links. S25 nach Hennigsdorf einsteigen bitte. Also, Berliner Netz wird erweitert mit dem Bau einer neuen Süd... Genau, kennen wir. Werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen und neue Linienführungen im Berliner S-Bahn-Netz ermöglicht. Der Hauptbahnhof wird aus allen vier Himmelsrichtungen per S-Bahn erreichbar. Der Potsdamer Platz direkt an den Hauptbahnhof angebunden sein. Einfache und bequeme Umsteigemöglichkeiten werten den ÖPNV in Berlin weiter auf und entlasten die bisherigen Umsteigeknoten, den bisherigen Umsteigeknoten Friedrichstraße. So, ich habe nämlich gerade schon geguckt, wann wir hier wieder abfahren müssen. S25 nach Hennigsdorf. Türen schließen. Zurückbleiben bitte. Und weiter geht's. Nach Hennigsdorf abfahren. Also, führt vom Nordring über den Hauptbahnhof und den Potsdamer Platz bis hin zur Yorkstraße. Damit werden die nördlichen und südlichen S-Bahnlinien sowie die Ringbahn an den Hauptbahnhof angeschlossen und ein neuer S-Bahn-Knoten entsteht. Schön. Das freut mich. Sehr coole Sache auf jeden Fall. So. Da unten fährt sie. Die andere S-Bahn, beziehungsweise da ist die andere Trasse bereits unter uns. Wenn es dann reingeht in den Tunnel, in den bisherigen Nord-Süd-Tunnel, das ist dann der neue Nord-Süd-Tunnel, so würde er dann irgendwie vermarktet werden, ne? Habe ich gerade gelesen, genau. So, Freunde, dann können wir auch gleich auf die 60 wieder hoch und dann auf die 70, dann sind wir schon am Gesundbrunnen und so weiter und so fort. Mal kurz gucken, wo der S-Bahnhof Humboldthain ist. Genau, kurz vor Gesundbrunnen hier. Das Eckchen. Nächste Station,
Humboldthain. So, auf den letzten Meter nochmal beschleunigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man die Bremsstufe Vollbremsung drin hat, dass die S-Bahn dann irgendwie ein bisschen langsamer bremst, als wie sie sonst tut. Also als ob, wie wenn ich mit zum Beispiel Bremsstufe 12 bremsen würde. Das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte, ist mir auch schon beim letzten Mal aufgefallen. Ich hoffe jetzt bloß, dass die erste Tür noch... Was habe ich getan? Nee. Warte mal, dass die erste Fahrgasttür noch drin steht. Ja, so halt. Also, S25 nach Hennigsdorf einsteigen bitte. Hier denken wir uns jetzt einfach mal, dass sie gerade noch so perfekt drin steht, Freunde. Der S-Bahnhof Humboldthain ist halt auch wirklich richtig versteckt, ne? Das ist echt krass. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. S25, zurückbleiben bitte. Und weiter geht's, genau. Juti. So, 70. Dann machen wir mal schon mal den Geschwindigkeitswähler auf 70. Humboldthain. Ups. Ibis. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Wartet mal. Jetzt habe ich unser Ibis ruiniert. Nächste Station. So. Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Messe Nord ICC steigen bitte hier um. Passengers traveling to Messe Nord ICC, please change here. So. Türfreigabe links. Links. Auch wenn keine Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer ist, gehen wir jetzt trotzdem mal hier an die Tür und machen die Ansage. S25 nach Hennigsdorf. Einsteigen bitte. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken. Ah ja. So, zack, zack, zack. Gesundbrunnen. Ja, Berlin ist schon echt eine schöne Stadt. Genau. S25, zurückbleiben bitte. Jetzt warten wir mal, bis der Funk kommt, genau. Türen schließen. Da ist er. Sehr schön, Türen sind zu. Nach Hennigsdorf. Und weiter geht's. Auch schön, wie da gerade die 145 hinten mit eingefahren ist am RE. So, 70 ab hier. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich noch erkenne, was da hinten für eine Lok dran ist, aber... Ah ja, eine 143 oder sowas. Aber es sieht mir eher nach einer 143 aus, genau. Nächste Station, Bornholmer Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 8 und 9. Nächste Station, Wollankstraße. Mhm. Es war gerade gar nichts gemacht oder gedrückt, aber irgendwie hat sich unser Ibis verschluckt. Oh ne. Ich glaube, er hat ein bisschen zu spät gebremst, ne? Mist.
Ja, okay. Dann entfällt der Halt heute in Bornholmer Straße wegen Bauarbeiten. Das hätte nicht gut ausgesehen. Da wird heute gebaut auf dem Gleis, deswegen ist dieser Halt entfallen. Es wurde den Fahrgästen auch schon kommuniziert. Sehr schön. Ah, naja. Bin ich mal gespannt, ob unser Ibis sich trotzdem weiter von alleine umstellt. Nächste Station, ja. Wollankstraße. So, das sieht schon mal wesentlich besser aus hier. Na, wobei, also wirklich. Ganz komische Geschichte heute mit den Bremsen. Die lassen mich wirklich ein bisschen im Stich. Also, gerade als wir in Gesundbrunnen eingefahren sind, wieder völlig in Ordnung gebremst, ohne irgendwie großartigen Delay oder sowas. Und jetzt hier lässt er sich wieder richtig Zeit. Also ich weiß, es ist schon möglichst realitätsnah gebaut. Hier mit der 481. Aber das wundert mich echt, dass das heute irgendwie so extrem ist mit dem Bremsverhalten, also mit den Unterschieden auch. So, S25 nach Hennigsdorf. Zurückbleiben bitte. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. So, Türen sind zu. Und weiter geht's. Nächster Halt, S-Bahnhof Schönholz. Aber was ich jetzt eigentlich vorhin gucken wollte, als ich das Handbuch offen hatte, war doch, wie betätige ich denn hier unser Horn eigentlich? Beziehungsweise unser Makro müsste das hier sein, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nächste Station, Schönholz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1 und 85. Ne, jetzt geht's wieder mit den Bremsen irgendwie. Würde ich mal sagen, ne? Wobei ich lasse jetzt mal 8 bzw. 10 drin. Und sollten wir trotzdem noch ungefähr bei der Harttafel sogar zum Stehen kommen, ne? Ja, tatsächlich, der rollt sogar noch schön nach. Oh, Ausstieg. Toll. Also eigentlich cool. Aber gerade eben die beiden, also vor allem da in Bornholmer Straße, das war schon ein bisschen knapp. Genau. So, S25 nach Hennigsdorf. Einsteigen bitte. Also, jetzt gucken wir nochmal, wo wir hier das Ding haben. Notbremse ist Backspace, nee, gewollte Vorbeifahrt. An Fahrsperre gibt es sogar, mit Enter kann man das machen auf dem Numpad. S25 nach Hennigsdorf, zurückbleiben bitte. Zugvektor nach Hennigsdorf, Türen schließen. Nee. Zugvektor nach Hennigsdorf, abfahren. Ach, da ist es Marco M. Ja, M für Marco. Ah, schade. Na gut, dann Türen schließen, auch vom Führerstand. Sehr schön. Und mit Enter. Fahrsperre, zählpflichtige gewollte Vorbeifahrt aktiv für die nächsten
15 Sekunden. Ah, cool. Mit Enter wollte ich mal drücken und gucken, welcher Knopf sich bewegt. Und tatsächlich ist es dieser Knopf gewesen hier. Schaut mal, der jetzt gerade wieder angefangen hat zu leuchten. Nächster Halt ist dann S-Bahnhof Alt-Reinickendorf. Ich glaube, hier ist es schon eingleisig, ne? Jo, hier ist es tatsächlich schon eingleisig. Krass. Habe ich gar nicht mitbekommen, wo da der Übergang war. Also zumindest nicht so wirklich. Aber hier können wir schön die 80 ausfahren. Oh, ein Vorsignal. Ohne Magneten. Nächste Station, Alt-Reinickendorf. Ah ja, jetzt das Spiel ein bisschen geruckelt. Ah, noch haben sich die FPS-Drops nicht erholt. Erholt meine ich. Na komm. Ich hoffe mal, das pendelt sich jetzt wieder ein. Und ist jetzt kein Problem mit meiner Grafikkarte. Ey, was verursacht denn jetzt hier diese FPS-Drops? Ausstieg rechts. Hat es sich jetzt wieder beruhigt? Ja. Jetzt hat sie es wieder, glaube ich, eingekriegt, ne? Oder? Nee. Hat sich nicht, ne? Ach, was ist denn jetzt das Problem von dem Train Simulator wirklich? Als wenn wir nicht schon traurig genug wären, dass wir Bornholmer Straße heute vergeigt haben. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. Ich mal kurz, ich gucke in meinem restlichen System. Habe ich sonst irgendwelche Ruckler? Nee, ist gerade tatsächlich der Train Simulator. Ja, sorry, Freunde, also keine Ahnung, woran es liegt. Wirklich. Das Einzige, was man mal kurz machen könnte, ist zu gucken, ob Asus irgendwas zu melden hat. Aber ich glaube es tatsächlich nicht. Nee. Naja, egal. So, nächster Halt. Nächste Station. Genau. Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Das wird auch wieder richtig geil. Oh, wegen diesen blöden FPS-Drops, ey. Jetzt bin ich total Dings. Ach, Mann. Nee, komm, Schnellbremsung, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ja, na klar, da bremst du ja erstmal noch langsamer. Was war das denn gerade? Hast du kurz eine Denkpause gegeben? Na komm, kämpf dich runter. Los, los, los! Ah. Na, geht doch. Sehr gut. Na, immerhin, für die Fahrgäste alles hier.
Also, ey, sorry, Freunde, ich habe wirklich gefühlt einen NASA-Rechner. Und dann ist hier FPS-Drops zu haben, also das macht mich richtig sauer gerade. So, S25 nach Hennigsdorf einsteigen bitte. Aber nichts hält uns auf. Wir fahren das Ding jetzt zu Ende mit FPS-Drops, ob wir wollen oder nicht. S25 nach Hennigsdorf zurückbleiben bitte. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. Nee, hat sich nicht beruhigt. Also, nächster Halt, S-Bahnhof Eichborndamm. Nächste Station, Eichborndamm. So, Türen bzw. Ausstieg links. Was eine Punktlandung. S25 nach Hennigsdorf einsteigen bitte. Ah, ich weiß, Freunde, keine Angst, müsst ihr mir nicht sagen. An den anderen Stationen hätten wir auch draußen sein können mit der Kamera, dann hätten wir auch gehört, dass hier die Ansagen kommen. Aber ich mache es eigentlich selber gerne. Deswegen ist mir das jetzt relativ egal. So. S25 zurückbleiben bitte. Notbremse, ja, stimmt, wegen der SIFA. Da ist der Spiegel schon eingeklappt, sehr gut. Wollte gerade sagen, bestimmt kommt jetzt noch eine SIFA-Zwangssinne. Bestimmt, und sie ist gekommen. Ach, manchmal kommt, also in 90% der Fälle kommt sie nach dem Anfahren, dann in 10% nicht und. Katastrophe, Freunde, Katastrophe, wirklich. Und das ist schon wieder gewesen, also. Mann, Mann, Mann. So, noch drei Stationen ungefähr, ne? 1, 2, 3, genau, dann kommt Hennigsdorf auch schon. So. Ja, jetzt scheint es wieder beruhigt zu haben, ja. Immerhin. Nächste Station, Tegel. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Genau, hier fahren wir, glaube ich, gerade entlang der Stadtautobahn oder beziehungsweise der Autobahn stadtauswärts Richtung Hamburg tatsächlich. Unter anderem.
Wir haben tatsächlich rot, ne? Dabei hätte ich jetzt schwören können, dass der Zug, der jetzt zu unserer Linken gerade selber ein bisschen draußen stand, als er ist auf grün gesprungen, okay. Also vor uns ist ja wirklich einer dann. Also das kann's doch nicht sein. Warum bremst die denn heute so komisch, die S-Bahn? Also, ich weiß es nicht. Also sorry, Freunde, wenn wir jetzt hier wieder die Notbremse nehmen müssen, aber... Ausstieg links. S25 nach Hennigsdorf. Einsteigen bitte. Aber ich weiß nicht, irgendwie meine Kalkulationen gehen nicht auf heute. Naja. S25 nach Hennigsdorf. Zurückbleiben bitte. Zugvektor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Zugvektor nach Hennigsdorf. Abfahren. Genau, Schulzendorf bei Tegel. Oh, hier ein kleiner Grafikbug, ne? Ein schwarzes Loch. Oder sowas. Es war wohl tatsächlich der Boden, aber es sah trotzdem aus wie ein schwarzes Löchlein. In Schulzendorf, da befindet sich ja auch direkt in der Nähe vom S-Bahnhof die, glaube ich, Polizeischule der Berliner Polizei und auf dem gleichen Gelände auch die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie. Da kriegen alle Unterricht. Und das hier ist die Zubringer-S-Bahn. Die Armen haben es aber auch echt weit, ne? So, da kommt auch schon der Bahnhof ersichtlich im F3-Monitor, aber diesmal schauen wir zu, dass wir nicht durchballern oder auch nicht irgendwie zur Hälfte draußen stehen. Mist, da ist mir mein Headset vorm Kopf gefallen. Wollte ich mich gerade kratzen, deswegen hat die Siefe auch kurz einen Moment länger klingeln müssen. Und dann war ich so, ach nee, jetzt perfekt das Timing, wirklich. Das Ohr juckt und dann die blöde Siefe und dann rutscht das Headset vom Kopf. Ach, besser geht's, komm, Freunde. Nächste Station, Schulzendorf. Ich wollte gerade sagen, Bremse, hallo? Ihr guckt mal, von 80 auf 40 bremst der Wien Weltmeister runter. Nee, irgendwie heute ist unsere Bremse, glaube ich, ein bisschen kaputt einfach. Werde ich auf jeden Fall gleich meinen Werkstattauftrag erstellen.
Hier endet auch schon wieder der Bahnsteig mal wieder. Aber diesmal klappt's. Ja, guck, jetzt alles perfekt gewesen. Also, keine Ahnung. So. Ausstieg links. S25 nach Hennigsdorf. Einsteigen bitte. Da geht's weiter. S25 nach Hennigsdorf. Zurückbleiben bitte. Zum Viktor nach Hennigsdorf. Zum Viktor nach Hennigsdorf. Abfahren. So. Ja, jetzt befinden wir uns tatsächlich hier schon in Heiligensee. Ziemlich an der Grenze. Zu Berlin. Im tiefen Norden. Nächste Station, Heiligensee. Oh, jetzt ist ja sogar zweigleisig. Habe ich schon ganz vergessen. Ah ja. Wieder einen fetten Laderuckler hier. Ey, und ich bin auch wirklich heute, also... Ja doch, alles gut. Dachte schon wieder irgendwie der S-Bahn... der S-Bahnhof wäre näher dran, als ich gedacht hätte. Ausstieg links. S25 nach Hennigsdorf. Einsteigen bitte. Ah ja, schaut euch das an. Perfekt gehalten hier. Warum ist denn die Tür nicht offen? Die habt ihr doch gerade aufgemacht, ey. Ah, wartet mal. Ja, da wollte ich hin. S25 nach Hennigsdorf. Zurückbleiben bitte. Zum Viktor nach Hennigsdorf. Türen schließen. Zum Viktor nach Hennigsdorf. Abfahren. Und weiter geht's. Jawohl, Freunde, da erreichen wir jetzt unseren Ziel- und Endbahnhof Hennigsdorf. Ach ja. Ich wollte auch vorhin schon sagen, jetzt war es kurzzeitig, glaube ich, zweigleisig, aber vor Hennigsdorf wird es auf jeden Fall nochmal eingleisig. Das hatte ich mir jetzt schön merken können. Endlich mal hier eine Sache. Sehr schön, da blinkt es auch schon.
Nächste Station, Heiligensee. So. Warte mal, entspannen mit 40 ein. Moment mal, hat der gerade Heiligensee gesagt? Ich wollte gerade sagen hier. Junge, was ist denn mit dem Ibis auch heute los? Nächste Station. So. Hennigsdorf. Ja. Übergang zum Regionalverkehr. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Richtig. Jetzt hoffe ich mal bloß, dass es hier klappt mit dem Prellbock. Ja, das sieht gut aus. Nicht so wie mal vor ein paar Monaten irgendwie bei einer Fahrt. Da klappte das nämlich nicht ganz so gut. Versehentlich falsche Taste gedrückt und ja, Wolski. Sind wir angekommen. Und dann machen wir Leerschild ein. Zack. S25, genauso würde das auch in echt aussehen. Beziehungsweise so wären wir jetzt schon eingefahren. Da steht natürlich ein 648er und hier eine 143. Die hier ebenfalls endet. Und ja, meine Damen und Herren, dann würde ich doch sagen an der Stelle, war eine erfolgreiche Fahrt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bornholmer Straße würde Erinnerung bleiben. Rest in Peace. Der Halt heute. Und dann würde ich sagen, bleibt schön gesund. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wer bis hierhin mitgeguckt hat, du bist cool. Ciao, passt schön auf euch auf.